Fischer und Fischer. Lass mich auch hier hinrutschen. Ich schau, ich schau. Büffi TV. Geht jetzt schon los? Ach, das geht schon los? Ja, der muss mir mal Zeichen geben. Also mal am Anfang, so. Hallo, liebe Büffi TV Zuschauer. Hier ist das Videotagebuch Number 7. 7? Blöder Tag heute. Wirklich blöd. Das ging schon richtig blöd los heute. Das war überhaupt kein schöner Tag. Erstmal aufgestanden heute um 5 Uhr, hat geregnet. Es war hundekalt. Kein schöner Tag. Dann war beim Frühstück die Milch alle. Da musste ich los in Radeberg und musste Milch besorgen. Da habe ich überall geklingelt da an der Hauseingänge. Da war der Frau Hoffmann, Gott sei Dank so lieb. Der Astrid kam runter, hat mir eine Pulle Milch gebracht, hat uns wenigstens das Frühstück gerettet. So, dann sind wir losgetippelt. Da wollten wir eigentlich, also wollten ja nach Dresden laufen heute. Und da sind wir keine 300 Meter gekommen. Und da fing der Tag an, kurz schön zu werden, weil da hat uns nämlich die Radeberger Brauerei abgefangen. Genau. Hier, schön. Und da haben wir mal einen kleinen Einblick gekriegt in diese Brauerei. Haben wir mal reingeguckt und so mal reingeschnuppert und so waren eine Stunde da. War schön, haben wir viel. Und dann hat sie uns natürlich auch ein bisschen eingepackt. Ja, das war dann da. Ab dann ging es. So, dann sind wir in die Dresdner Heide rein. Und da wollten wir durch die Dresdner Heide laufen. Da wollte ich auch nicht auf der Straße lang laufen. Dann haben wir uns im Waldweg. Liebe Verantwortliche von der Dresdner Heide. Also Stadtverwaltung Dresden, wer auch immer da den Finger drauf hat, schildert diese blöde Dresdner Heide aus. Man läuft ein Wolf und weiß nicht, wo er ist. Da hat man kein, aber nicht ein Hinweisschild habe ich gefunden da. Ich bin dreimal im Kreis gerannt. Also glaubst du, was ich da an Kilometer, ich bin durchs Unterholz. Lache nicht, Michi. Also glaubst du, ich war in Panik. Ich wirklich keine Wege eingezeichnet auf der Karte und nicht beschildert in der Dresdner. Durchs Unterholz bin ich an Fliegenpilze in Augenhöhe bin ich vorbei. Das war Höre auf. Plan. Also, ich hatte es. So viel zum Thema Scheißtag heute. So, dann sind wir weitergelaufen. Aus der Dresdner Heide raus fing es an mit Rechnen. Wir waren kurz danach total nass. So, dann sind wir über die neue Waldstädtchenbrücke gegangen. Dann waren wir in meinem alten Reisebüro. Da grüße ich nochmal die Karin. Hallo, hallo. Da hatte ich wirklich, weil das so ein Scheißtag war, hatte ich so die Schnauze voll. Da habe ich gesagt, Karin, pass auf, du hast eine halbe Stunde, ich will nach Malle. Wenn du jetzt was findest, dann steige ich ja aus der Wanderung und bin fort. Könnt ihr alleine machen, den Scheiß. Egal. Hat sie nicht gefunden, bin ich also weitergelaufen. So, jetzt sitzen wir hier bei VW, bei der Manufaktur, unten direkt vorm Eingang. So. Und das ist ziemlich schön, also das ist ein bisschen wie früher also im Osten, weißt du, wenn der Ossi durch die Windschutzscheibe, also hier durch die Schaufensterscheibe geguckt hat, und ich sage, oh, unerreicht, aber schön, also die beiden ja schön. Und die Bude müsst ihr euch mal angucken, ja, das ist so der Traum, also wirklich, ich war nur auf Toilette, das war also wie 5-Sterne-Hotel, also naja, ist egal. So, und um das Ganze abzurunden, ja, Scheißtag. Will ich nur mal dazu sagen, beim Fußballspiel Schweden-Deutschland stellt es 1-0 gegen uns. Ne, was ist? Ich gehe jetzt ins Bett. Ich gehe jetzt ins Bett. Stimme. Ich auch weg. Ich muss auch mal einen nehmen. Ne, Freunde, das kann nicht besser werden. Was ist denn? Was zeigt denn ihr mir dauernd? Die Mütze. Ach, die Mütze! Die Mütze! Die Mütze ist geil, oder? Die ist selber gestrickt. Hat heute jemand vorbei, eine junge Frau vorbeigebracht, ohne Worte, hat einfach gesagt, hier, Pötscher, damit du dich an den Kopf frierst. Die hat keinen Namen gesagt, nicht. Hat die selber gehäkelt, also das hätte ich nicht besser hingekriegt. So ist schön. Die setze ich morgen auf, denn morgen, Videotagebuch Nummer 8, geht's von Dresden, Freital oben rum und dann machen wir nach Tharandt. Und in Tharandt, das weiß ich jetzt schon, freut sich die Feuerwehr auf uns. Na, da wird gelöscht, das sage ich euch jetzt schon. Bis morgen Abend, macht's gut und noch ein schönes Fußballspiel. Mögt sich's noch drehen.